Kuddel und Tapete. Warum trinkst du eigentlich so viel? Weil ich kann. Kuddel und Tapete. Kuddel? Warum trinkst du eigentlich einen HSV-Schal? War mir kalt. Kuddel und Tapete. Kuddel? Ja. Magst du mal in die Frankreich? Frankreich! Kuddel und Tapete. Tapete? Ja, Kuddel. Was willst du eigentlich mit einer Million machen? Bier kaufen. Kuddel und Tapete. Anfang des Monats fühle ich mich immer wie ein König. Aber richtig scheiße. Kuddel und Tapete. Verdammt, ich werde gebraucht. Kuddel und Tapete. Und Tapete? Du hast ja auch lange keinen Sex mehr gehabt. Ja, du auch nicht. Ja. Kuddel und Tapete. Wenn man besoffen ist, wird man halt geil. Kuddel und Tapete. Tapete. Ich liebe dich. Willst du noch ein Bier? Kuddel und Tapete. Tapete, wie spät ist das eigentlich? 6 nach 12. Machen wir ja noch zwei. Ne? Kuddel und Tapete. Scheiß Penner, ey. Holz, Gut läuft. Wenn man besoffen ist, wird man halt geil. Cool, jetzt drehen wir schon Outtakes. Ja, geil.
Kuddel. Sie müssen langsam rüber drehen. Das ist einfach zu stumpf. Okay, weiter. Das war schon zu viel. So, fang nicht. Die Augen kommen auch. Was ist der mal da? So. Reißen Sie mal zusammen da. Ja, so hätte ich auch hingelegt. Nicht weg wollen. Das war der Tunnel ganz wahr. Läuft. Läuft. Anfang des Monats. Das wäre ja wunderbar. Wir dürfen nicht zu viel sagen. Das wäre schlecht, wenn ich hab's gesagt. Nee, ich mach schon mal so. Ich guck mir das so an, so richtig. Ja, aber ich reiß dann so auf und wir stoßen so richtig schön an. Das darf okay, jetzt noch bist du bisschen noch bereit. Ne? Läuft, ja. Anfang des Monats fühle ich mich immer wie ein Ich darf dich nicht angucken, meinst du? Okay, mach weiter. Anfang des Monats. Denk mal was Trauriges. Denk mal was Trauriges. Als wenn das nicht schon traurig genug wäre. Eure Pissflecken sind wieder getrocknet. Aber gut, ihr macht jetzt auch die erste Dose ist auf. Ist ja auch ne? Anfang des Monats. Ja, stimmt. Aber wascht halt sich durch. Ihr sollt hier keine Witze machen, wir müssen uns konzentrieren. Sein Wasch wäre jetzt angelegt. Ja, Achtung, du bist jetzt seriös dran. Anfang des Monats. Ich fühle mich immer wie ein König. Aber die Scheiße. Kuddel, seit wann trägst du eigentlich eine Brille? Guck, ich war mit meinem Hund da. So, heute Morgen. Kann der auf das Bild laufen? Ja. So lange geht der Kind, oder was ist das? Ja, das ist geil. Was tun, wenn man arbeits- und motivationslos im Alltagstrott versinkt? Wenn man sich höchstens zum Brötchen holen aufraffen kann und sonst nichts zu tun hat, als vor dem Fernseher zu sitzen oder He-Man-Figuren zu sammeln? Mit seinen Anfang 20 scheint Mick schon seinen Zenit erreicht zu haben. Sein Mitbewohner Erik, der das genaue Gegenteil von ihm ist und dem er außerdem den peinlichen Spitznamen Dörte verdankt, ist keine große Hilfe. Selbst finanziell dauerabgebrannt verbreitet er Chaos, wo er nur kann. Als Mick dann in Hartz IV eingestuft werden soll, ist natürlich Not am Mann und gemeinsam wird beschlossen, einen dritten Mitbewohner aufzunehmen. Mit der daraufhin gescheiterten Zeitungsanzeige, den sich meldenden Interessenten und der Frau, in deren Leben Mick buchstäblich stolpert, überschlagen sich plötzlich mehr Ereignisse, als ein einzelner Mensch verkraften kann. Und Mick spürt, sein Leben steht vor dem Umbruch. Dörte und wie er die Welt sah, von Sören Biele und Mike Philipp van Severen. Jetzt online lesen auf www.schreibenistmagie/Dörte. Viel Spaß!